Hallo, meine Lieben. Hier bin ich schon wieder mal mit einem kleinen Tausch und zwar mit der lieben Ina. Sie hat mich über Insta oder über YouTube, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich möchte nichts Verkehrtes sagen, angefragt, ob ich mit ihr einen kleinen Tausch machen möchte. Und zwar, ich hatte ja zum Tauschaufruf gerufen. Und da waren Osterpocketletter dabei. Und da hat sie mich, na, hat sie mir also angefragt, ob ich gerne mit ihr einen tauschen möchte. Und da ich nicht abgeneigt war, habe ich ihr zugesagt, habe gefragt, was sie gerne hätte. Und da sagte sie, sie möchte sich gern überraschen lassen von mir. Und da habe ich ihr von den zweien, die ich da zum Tauschen angeboten habe, habe ich ihr diesen ausgesucht. Weil sie waren beide schön, hat sie gesagt, aber sie möchte sich überraschen lassen. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich den. Ich denke, ich habe es getroffen. Dann habe ich ihr die passenden Stempelabdrücke dazu gemacht, weil Ostern kommt wieder oder man kann ja noch, das werde ich dann, Paket werde ich morgen versenden. Und wenn nicht, kann man sie nächstes Jahr wieder gebrauchen. Ostern kommt wieder. So, das waren diese Abdrücke. Dann habe ich ihr so kleine Text gemacht. Happy Easter. Ja. Wie ist das Wetter bei euch? Also bei uns ist das Wetter im Moment ganz, ganz toll. Man kann sich nicht beschweren. Die Sonne scheint schon seit heute Morgen. Und jetzt haben wir gleich 6:30. Und es sollte ja jetzt immer noch ein bisschen wärmer werden. Aber es darf nicht zu heiß werden wie letzten Sommer. Das war nichts. Also das war, ich mag es gern warm, aber das war mir doch dann auch zu warm. Dann hält man es ja nicht mehr aus. So, das wiederholt sich dann alles hier nochmal. Ja, das wären die Tags. Dann habe ich ihr hier so mal so eine Eule dabei gemacht. Kann man auch gebrauchen. Und so ein Einhorn. Ich bin ja nicht so der Einhorn-Fan, aber die waren beim Teddy. Da habe ich gedacht, ich nehme die auch mal mit. Dann habe ich hier so Doilies. Damit tue ich sehr gerne basteln. Reingemacht. So, diese. Dann habe ich hier irgendwas schon ganz. Ach so, das sind die Osterhäschen. Die kann man so an Osterstrauch hängen. Zwei Stück. Dann auch ganz niedlich. Dann habe ich. Ach ja. Habe ich so in Briefmarkenformat Ausstanzungen gemacht. Und habe die dann mit so einem Hasen, Osterhasen bestempelt. Besser sehen, ne? Einmal in Briefmarkenformat und dann einmal in so einem Kreis nochmal reingestempelt. Und diese, die sind Blanko, da kann man dann, ja, so kleine Kärtchen, dann kann man das so darauf setzen oder das andere oder man macht es noch anders, es gibt ja tausend verschiedene Arten, wie man das machen kann. Habe ich gedacht, das kann man so benutzen. So, was haben wir dann noch? Dann habe ich so zwei Karten, so Stiefmütterchen. Jetzt fängt der schöne Frühling kommt oder das warme Wetter.
passend dazu. Dann habe ich so zwei Karten. Da kann man was reinschreiben. Die kann man dann noch bebasteln mit 3D-Pads oder Schmucksteinen. Je nachdem, wie man das gerne machen möchte. Das ist ja jedem selber überlassen. Mit Kuvert natürlich, dass man es gleich richtig verschicken kann. Da ist noch mal so eine. Dann kann man dann auch noch mal bebasteln oder man lässt sie so. Wie gesagt, wie derjenige das möchte. Und die kann man gleich versenden. Die sind jetzt neutral. Dann habe ich noch mal so zwei Stickerbögen mit rein. Mit herzlichem Glückwunsch in groß und klein. Über den ganzen Bogen. Und so Stickerlinien für Ränder, auch für Karten, für Alben. Also man kann sie für alles gebrauchen. Das sind dann die Stickerbögen. Dann habe ich eine ganze Tüte Charms in verschiedenen. Ich lege sie mal so hier drauf, dann kann man sie, glaube ich, besser erkennen. So eine Eule. Dann so ein Schmetterling. Ja, das Licht ist ein bisschen blöd. Dann hier diese Schlüssel, die kennt jeder. Ein Tannenbaum. Nochmal so eine kleine Eule. Finde ich niedlich. Dann so ein Schuh. Ja, die möchte ich aber jetzt nicht alle zeigen. Sondern nochmal den kleinen Würfel hier. Der sieht süß aus. Und dann nochmal so eine Eule. Ja, und halt verschieden. Mal so in Acryl und in Metall. Kann man immer mit verbasteln als Charms, als Charms sag ich. So, wie nennt man das, was jetzt gemacht wird? Das Neueste, das habe ich noch nicht probiert, da wollte ich mich auch mal dran versuchen. Shangri Charms, wo man das mit reinmachen kann oder wenn man ein Mini-Album macht, so als Gebamsel dranhängt. Ja, das ist dann die Tüte. Und dann habe ich ihr noch so ein kleines Mini-Album gebastelt. Sieht dann so aus. Da ist dann hier nochmal so ein Tag drin. Da habe ich dann auf der Rückseite auch was rein drauf gemacht. Und das kleine Mini-Album hier, das habe ich in YouTube gesehen und zwar auf dem Kanal Sabine bastelt. Die hat das so toll erklärt und das hat mir so gut gefallen. Ich finde das so knuffig. Da habe ich gedacht, das mache ich nach. Und da habe ich mich hingesetzt und das ist dabei rausgekommen. Und da habe ich noch eins gemacht, das bekommt jemand anders, das kann ich jetzt nicht zeigen. Und da ist auch noch mal so ein Tag drin, Schmetterling drauf, hinten neutral. Und ja, ja und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die liebe Ina mich angefragt hat, ob ich mit ihr tausche, da war ich richtig happy. Es sind noch einige Sachen da. Wenn jemand Interesse hat und möchte gerne mit mir tauschen, kann ja auch erstmal auf dem Kanal gucken bei mir auf dem Videotauschaufruf. Und da sind noch einige Sachen vorhanden. Bei Interesse kann sich gerne bitte melden per E-Mail und
Ich melde mich dann und würde mich darüber freuen. Ja, das war das Video. Das werde ich aber erst hochladen, wenn die liebe Ina das bekommen hat. Und ich hoffe, dass sie sich über die ganzen Sachen freut. Ich freue mich auch auf ihr Pocketletter. Ich lasse mich nämlich auch überraschen. Ich weiß nicht, was ich bekomme. Ich lasse es auf mich zukommen. Ja, das war's für heute, meine Lieben. Da wünsche ich euch noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht und freue mich auf das nächste Video mit euch und sage bis dahin. Tschüss.